Hallo. Ich hoffe, du hast den Monitor nicht gefilmt. Welchen? Das ist noch nichts für die Den? Öffentlichkeit. Ah, schnell zu machen, schnell zu machen, schnell zu machen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich mache gerade noch ein bisschen hier was am Computer. Das kommt demnächst. Das verraten Demnächst. wir noch nicht. Dann schwingen wir weiter. Genau. Ja, wie ihr seht, ist noch ein bisschen Chaos im Büro. Wir haben das Büro renoviert für unsere Zeni. Es gab neue Schränke, ein bisschen gestrichen, alles ein bisschen frisch gemacht. Muss auch mal sein. Genau. Alle 10 Jahre wieder. Nein, die Möbel sind gewesen von der Gründung 2007. Oh. Daher sind noch die Möbel. Das waren unsere ersten Möbel, wo wir die Firma 2007 gegründet haben. Ich glaube, November war das. Deswegen auch. Genau. Ja, das war, wie gesagt, von 2007. Die Möbel, der Tisch ist noch da, der Tisch kommt auch noch neu. Wir haben jetzt die Schränke erstmal neu gemacht, ein bisschen gestrichen, haben hier so eine Magnettafel hier gemacht, mit, dass sie mal den Kalender vernünftig aufhängen kann, der immer Ja, von der mal Wand gefallen ist. wissen, welcher Tag heute ist. Endlich. Es wurde aber auch mal Zeit. Was machen wir heute, Schröder? Ja, wir haben den TT wieder da. Beziehungsweise können wir darüber mal ein bisschen was erzählen. Wir haben ja über den blauen TT immer zwischendurch mal berichtet. Und ja, das war so ein bisschen so ein leidiges Thema. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen, TÜV. Es wurde viel auch im Internet darüber gesprochen, dass das Auto so lange bei uns ist. Ja. Vielleicht können wir euch heute noch mal im Detail so ein bisschen erklären, wie und was es sich mit dem blauen TT auf sich hat. Und was da so alles passiert ist, warum der so lange da war, Immer noch ist. genau, immer noch ist. Und wir jetzt aber 99% geschafft haben und jetzt den letzten Prozent können wir wieder bewältigen, sind wir nicht mehr von anderen abhängig. Ja. Deswegen können wir da heute mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, das hört sich gut an. Wir können ja mal zum TT hingehen. Der steht bei uns Steht in der Halle. schon in der Halle. Genau, Steht schon noch richtig. nicht auf der Bühne, aber steht schon quasi in der Bühne drin. Ich würde sagen, wir gehen da mal hin. Oh. Von hinten auch schön, Schröder. Ja, das ist unser neuer Pulli. Oh, guck mal hier, Sascha ist auch da. Sascha macht wieder Schwarzarbeit. Sascha macht wieder Piep. Unter Familie Piep für seinen Bruder, ne? Unter Familie gibt es sowas nicht. Immer diese bucklige Verwandtschaft mit den kaputten Autos. Ach, ja, immer was los bei uns. Meistens. Ja, der TT ist wieder da. Der legendäre. Genau, Der richtig. mit dem Herrn Röhr. Genau, richtig. Ja, Stand der Dinge. Wir fangen mal so an. Wir haben zwischendurch berichtet, dass wir für die TTRS-Modelle 8J unser Kit machen wollten mit TÜV und alles, beziehungsweise das Kit wird von uns gebaut, aber das Ganze ist in Kooperation natürlich mit der Firma MTR, mit dem Marcel entstanden, das Ganze. Und ja, das Fahrzeug ja, kam vor einem Jahr zu uns. Wir haben mit einem Kunden gesprochen gehabt und gefragt, ob er sein Auto bereitstellen würde. Er wollte den Umbau haben. Dann haben wir mit ihm gesprochen, du pass auf, wie sieht's aus, wir wollen da gerne TÜV für machen. Dann hat er gesagt, ja, ist okay, ich stelle euch das Fahrzeug gerne zur Verfügung. An der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank, auch für die Geduld. Ja, ich glaube, die Geduld war zwischendurch immer wieder am Ende, aber ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, warum und wieso. Ja, wie gesagt, es fing an, dass der TT gekommen ist, dann haben wir das Auto sofort umgebaut, alles. Dann ging es darum, einen Termin fürs Abgaslabor zu bekommen. Das Auto war komplett, der Motor war komplett im Serienzustand. Das heißt, da wurde nichts gemacht. Wir haben im Prinzip nur den Turbolader draufgebaut, Ladeluftkühler gemacht, Ansaugung, Downpipe, Abgasanlage. Also alles, was zu unserem Kit gehört, später, um die Leistung zu fahren, sage ich mal, Ja. haben wir dann fertig gemacht, alles für das Auto. Wir hatten dann die Abgasanlage, war noch nicht fertig, beziehungsweise hatten wir welche schon gehabt, haben die noch von einem Kunden genommen, erstmal vorübergehend, um die runterzubauen, damit wir schnell zum TÜV können. So.
Ja, dann haben wir erstmal wieder lange gewartet auf einen TÜV-Termin, bis wir einen TÜV-Termin gekriegt haben. Das war so während Corona. Genau, das war natürlich dann auch alles mit Corona und der Zeit. Ich muss auch dazu sagen, also um das nochmal zum bisschen so Verständnis, also dass das Abgaslabor, das ist ja nicht so, dass das nur für irgendwelche Tuner ist und die kommen da hin und lassen ihre Autos prüfen, sondern durch die WLPT-Prüfung heißt das, glaube ich, die dann jetzt, glaube ich, schon seit ein, zwei Jahren aktiv ist für die Automobilhersteller, sind natürlich alle da. Das heißt, VW, Porsche, die bringen alle ihre Autos dahin. Und dann sind das ja oft nicht nur ein Auto, sondern dann sind das ja mehrere Autos. Diese WLPT-Prüfung ist ja so im Prinzip, dass die Fahrzeuge in allen verschiedenen Variationen, wie sie bestellbar sind, geprüft werden muss. Von 17 Zoll bis 18 Zoll, 19 Zoll, so wie man den Golf bestellen kann, mit Klima, ohne Klima. Gut, krass, heutzutage gibt es keinen mehr ohne Klima, aber... Ich glaube, früher war das ja so, dass sie nur die höchste Ausstattungsvariante... Genau, die höchste Ausstattungsvariante. Ja. Für die Hersteller galt das und dann konnten die das alles runterrechnen. Ja. Das geht mittlerweile noch, aber nur, wenn du bei Kleinserien oder sowas ist das. Das heißt, wenn das eine gewisse Fahrzeuge unter einer gewissen Stückzahl ist, so wie es zum Beispiel bei Tunern ist, ist es ja so, dass wir nicht davon jetzt 20.000 Stück bauen, sondern nur, was nicht ist, kann auch werden. Nein. Okay, und dadurch ist natürlich da die Wartezeit ganz anders. Ja. Dann haben wir einen TÜV-Termin gekriegt, haben das Fahrzeug dahin gebracht. Kurz nochmal vorab, also wo wir das Fahrzeug mit dem Kunden besprochen haben, den ganzen Umbau, sagte der Kunde, dass der Motor eigentlich soweit Serie ist und ziemlich guten Zustand. Der sagte, dass er vor einiger Zeit noch so eine BDI-Reinigung gemacht hat, beziehungsweise Walnussstrahlen. Da wurde der Zylinderkopf halt alle Ventile gereinigt und sowas. Und gut, wir sind dann davon ausgegangen, dass das Fahrzeug eigentlich der Motor dann halt in einem guten Zustand ist. Daraufhin haben wir das halt alles umgebaut, haben das Fahrzeug dann, wie gesagt, dahin gebracht, das Fahrzeug. Ja, dann fing das Desaster an. Messung wurde gemacht, beziehungsweise ist das ja so, das Fahrzeug wird auf den Prüfstand gestellt, dann wird das Fahrzeug eingemessen, das heißt nur also eingerollt, alles festgeschnallt und sowas, dann wird bleibt das Fahrzeug einen Tag über Nacht stehen, mindestens eine gewisse Stundenanzahl, der ganze Raum wird dann, glaube ich, auf 26 Grad temperiert und am nächsten Tag wird die Messung durchgeführt. So, dann hat er die Messung durchgeführt, siehe da, leider im Kaltstartverhalten alle Werte zu hoch, NOx, alles zu hoch. Okay, hin und her, überlegt, was ist, komm, wir machen noch eine Messung. Fahrzeug natürlich zwischendurch runter, müssen ja auch andere Fahrzeuge prüfen, wieder auf dem Prüfstand, nächstes Mal wieder gemessen, wieder durchgefallen. Wir uns die Werte angeguckt, Marcel alles ein bisschen ausgewertet, sagt, okay, es kann nur daran liegen, dass das Fahrzeug irgendwie was verbrennt, was er nicht verbrennen soll im Kaltstart. Nach gewisser Standzeit. Die restlichen Werte hatten wir bestanden, nur in der ersten Kaltlaufphase war die Werte zu hoch. Hin und her, Fahrzeug wieder abgeholt, mit dem Kunden gesprochen, wir müssen uns den Motor angucken. Wir vermuten, dass der über die Ventile Öl zieht. Das heißt, wenn das Fahrzeug halt über Nacht steht, läuft langsam Öl an den Ventilschaftdichtungen auf das Ventil und dann beim ersten Start verbrennt er Öl. Gut, haben wir erstmal die Ansaugbrücke abgebaut, gucken rein, siehe da, auf allen Zylindern steht Öl drauf. Beim Auseinandernehmen sind uns noch ein paar Sachen aufgefallen, dass die Ventile ein bisschen schief eingebaut worden sind, an dem Kopf gequetscht haben. Dann war an der Ansaugbrücke war eine Halterung weggebrochen, unten genau am Kopf, am Zylinderkopf. Die Ansaugbrücke war defekt gewesen und wir mussten leider feststellen, der Motor war doch nicht ganz so in dem Zustand, wie der Kunde sich auch, denke ich, gedacht hat oder gewünscht hat. Das hat man natürlich so nicht im Extremen gemerkt. Also das war jetzt nicht so, dass der Kunde schon gemerkt hat, er hat einen extremen Ölverbrauch oder irgendwas. Sondern das ist einfach nur, dass wenn das Fahrzeug steht, in dem Moment länger steht, das Öl ein bisschen runterläuft. Es läuft natürlich in den Zylinder rein und beim ersten Start wird das verbrannt und dadurch
geriet natürlich alles außer Kontrolle. Vor allem, weil in den ersten, sag ich mal, Sekunden die Lambda-Sonde noch gar nicht aktiv ist. Eine Lambda-Sonde braucht eine gewisse Temperatur. Und das ist in dem ersten Kaltstartverhalten, ist die gar nicht aktiv, sondern erst nach einer gewissen, glaube 20 Sekunden, wird die aktiv, die Lambda-Sonde, und kann dann auch messen. Mhm. Ja, daraufhin haben wir dann gesagt, mit dem Kunden gesprochen, bin ich auch nochmal sehr dankbar an dieser Stelle, haben uns dann geeinigt, dass wir einen neuen Motor bauen, natürlich auch mit, sage ich mal, Kosten, zur Hälfte der Kosten, haben natürlich mit ihm einen guten Preis vereinbart, sind dann dementsprechend halt ziemlich entgegengekommen, haben einen neuen Motor gebaut, alles, gesagt, okay, Auto muss wieder ins Abgaslabor. Wir das Auto wieder erstmal nach Marcel gebracht, Marcel das Auto auf den Prüfstand, alles abgefahren, das Auto soweit vorbereitet fürs Abgaslabor, durch die anderen Kolben und andere Verdichtung natürlich, alles nochmal neu eingemessen, alles neu applikaziert, oder so heißt das, glaube ich. Weiß ich auch nicht, aber ja, ich glaube, die wissen, was du meinst. Genau, ja. Wieder alles eingestellt, Marcel sagt, du, Fahrzeug ist fertig, wir können wieder zum TÜV. In der Zeit ist natürlich jede Menge Zeit vergangen und dann war es so gewesen noch, dass die haben immer im Januar, Februar haben die Abgaslabore die große Wartung. Das heißt, einmal im Jahr müssen die komplett, alle Geräte werden gewartet, geeicht etc. Und das dauert auch immer 4 bis 6 Wochen. Hey. Was war? Natürlich sind wir in den Zeitraum gekommen, wo die Wartung war. Gut, wir das Auto von Marcel abgeholt, auf den Anhänger gefahren, alles. Fahrzeug am nächsten Tag wieder ins Abgaslabor gefahren. Unser Fahrer Klaus kommt hin, will das Auto abladen, Auto springt nicht an. Tut sich nichts. Auto erstmal abgeladen, haben die gesagt, okay, wir gucken mal, versuchen das Auto zu überbrücken. Alles hin und her, die rumprobiert, Auto springt nicht an. Okay, was machen? Zum Glück haben wir da in der Nähe einen Bekannten, der da wohnt, den Martin Gabrecht, an der Stelle auch nochmal einen ganz großen Dank. Er das Fahrzeug abgeholt, sagte, du, pass auf, wir müssen mal gucken, ich probiere mal einen neuen Anlasser einzubauen. Mhm. Er hat einen neuen Anlasser bestellt, Anlasser eingebaut, Auto springt immer noch nicht an. Hat er gesagt, okay, kann vielleicht vorkommen, dass ich einen Anlasser bekommen habe, das Fahrzeug, das ist auch noch eine gute, zwischendurch ist er einmal wieder kurz angesprungen, am nächsten Tag ist er wieder nicht angesprungen. Er hat wieder einen neuen Anlasser besorgt, alles eingebaut, Auto springt an. Nach ein paar Mal irgendwie, Auto springt wieder nicht an. Ja, was war zu guter Letzt? Das Fahrzeug hat einen Massepunkt an der Karosse und in der Karosse ist eine Gewindehülse eingenietet. Mhm. Und diese Gewindehülse hatte zur Karosse hin keinen sauberen Kontakt gehabt. Dadurch hat er keine Masseverbindung gehabt und das Fahrzeug sprang nicht an. Gut, Masseverbindung alles neu gemacht, Auto wieder dahin, ins Abgaslabor. Weiter ging's mit den Messungen und dann kam irgendwann zum Glück der Anruf, Fahrzeug hat bestanden. Dann musste natürlich noch die Messung durchgeführt werden für die Geräuschmessung, für die Abgasanlage. Die wurde dann auch alles durchgeführt und zum Schluss können wir jetzt voller Stolz sagen, Marcel, erstmal top, super Arbeit wieder. Das ganze Projekt ist ja mit Marcel zusammen und ja, wir haben jetzt alle Messungen bestanden. Das ja. Fahrzeug ist wieder in unseren Händen. Wir können jetzt das Fahrzeug wieder soweit zusammenbauen. Für die Messung musste die Stoßstange abgebaut werden, weil die sonst nicht an die Endrohre kommen. Die müssen ja ihre Messanlage auf die Endrohre dicht ja. draufbauen, damit die Abgase sammeln können. Ja, wir können jetzt das Fahrzeug wieder zusammenbauen. Und ja, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum es auch alles so ein bisschen so lange gedauert hat. Vor allem, wie gesagt, also wir sind nicht die Einzigen, die da hinkommen. Zwischendurch, fällt mir gerade ein, war auch noch ein Problem mit der Lambda-Sonde. Da ist Arthur sogar extra runtergefahren, der Wilms, hat eine neue Lambda-Sonde eingebaut. Wo er auf den Hof kam, der hat erzählt, also dass der Hof war voll mit Porsche, mit allen möglichen Herstellerautos, die dann natürlich auch jede Menge Messungen machen und jede Menge Messungen machen müssen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, der Hintergrund für alle. Natürlich ging das auch so ein bisschen durchs Netz. Viele haben darüber geschrieben, so wie mir das mitgeteilt worden ist. Natürlich, der Kunde war
zwischendurch auch verständlicherweise, sag ich mal, nicht unbedingt amused und erfreut, dass das alles so gelaufen ist. Aber ich kann auch einfach nur noch mal an der Stelle sagen, ja, tut mir wirklich leid, dass es so gelaufen ist. Das war auch nicht unser Ziel, nicht unser Wunsch, vor allem, weil jede Messung kostet, glaube ich, 1.500 Euro. Und wir sind, glaube ich, mal durch 4 Messungen durchgefallen oder 5. Dann wissen wir selber, wie viel Geld da draufgegangen ist, was ja, wir auch nicht unbedingt irgendwie aus dem Fenster schmeißen können. Das ist ja auch nicht so. Wir wollten es alles schon viel früher fertig haben, weil wir jetzt einige Kunden haben mit den Umbauten und natürlich jetzt erfreulicherweise denen halt allen mitteilen können, dass wir demnächst die Papiere fertig haben. Die brauchen jetzt noch ein paar Tage. So wie ich jetzt mitbekommen habe, nach Ostern werden die Papiere fertig, sodass wir dann in der nächsten Zeit, irgendwann in den nächsten 2 Wochen, sage ich mal vorsichtig halber, ja, irgendwann loslegen können mit den Eintragungen. Ja, dann wird es das Kit bei Marcel und bei uns halt geben. Das Kit wird bestehen aus einem Upgrade-Lader, der aus einem Dazza ist, aus dem aktuellen Auto. Dann natürlich die Abgasanlage, Downpipe, HJS-Cuts, Ansaugung und Ladeluftkühler. Alles in Verbindung. Ja, summa summarum ist dann das ganze Kit und wir freuen uns auf jeden Fall jetzt mega, dass wir da durch sind. Was fahren die dann für eine Leistung? Vielleicht mal so ganz kurz. Wir müssen gucken. Wir warten jetzt darauf, was für eine Leistung wir da eingetragen kriegen oder was für eine Leistung. Das weiß ich auch noch nicht genau. Es gibt da prozentuale Regelungen. Marcel wollte, glaube ich, gucken, ob er eventuell ein Festigkeitsgutachten hat, worüber noch ein bisschen mehr Leistung geht. Also dazu kann ich noch nicht ganz so viel sagen. Das wird jetzt in der nächsten Zeit, sage ich mal, entschieden dann genau berechnet, wie viel kann die Karosse, wie viel dürfen wir mehr Leistung draufgeben. Ja. Wir werden auf jeden Fall so bei 500 plus liegen. PS, die eingetragen werden bei dem ganzen Kit. Und, das ist natürlich geil. Also das Auto dann komplett legal mit Leistung und allem drum und dran. Genau. Und das ist geil. Ja, ihr könnt es vielleicht sehen. Ich bin happy und echt super froh, da jetzt endlich mal durch zu sein, das Thema abschließen zu können und uns dann einfach weiteren Projekten widmen, sage ich mal. Es wird jetzt weitere TÜV-Projekte geben. Wir werden auch in der nächsten Zeit die Projekte noch ein bisschen anders angehen. Wenn wir TÜV-Sachen machen, werden wir vorab Serienfahrzeuge messen, um da auch mal zu gucken, weil wir haben später mitbekommen, dass ein paar Serienfahrzeuge gemessen worden sind und selbst die Serienfahrzeuge bei dem TT haben wohl nicht bestanden. Das war so Aussage vom was wir vom Abgaslabor gehört haben, dass er Fahrzeuge hatte, die auch schon serienmäßig nicht bestanden haben. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, halt als Tuner und Kleinhersteller sozusagen Vorabmessung zu machen und diese Messung so ein bisschen als Referenzwert zu nehmen, um nach dem Umbau dann zu gucken, dass man dann in dem gleichen Bereich hält, weil auch Serienfahrzeuge verschlechtern sich ja mit dem Alter. Ja. Das heißt, wenn so ein Fahrzeug da 5-6 Jahre alt ist oder älter, ist es natürlich so, dass die Werte auch nicht mehr so passen, wie mal gemessen worden sind. Vor allem sind die Prüfauflagen jetzt noch etwas strenger als damals, wo die gemessen worden sind. Wenn man so einen TT nimmt, ab 2010 gab es die. Das heißt, so ein Auto ist 11 Jahre alt, was da in den 11 Jahren alles an Regelungen im Thema Abgaslabor und Abgasmessungen passiert ist, ist natürlich, hat sich enorm, viel getan. Genau. Ja. Ich kann es immer nur wiederholen und betonen, wir sind super, super froh, und endlich auch alles durchzuhaben. Ja, und endlich auch keine Kopfschmerzen mehr. Das wird aber echt glücklich. Also ihr hättet nicht zwischendurch erleben müssen, was das Auto mir Kopfschmerzen gemacht hat und ja, vor allem auch immer die Telefonate mit dem Kunden, das ist natürlich auch nicht angenehm, auch für uns nicht. Es geht überhaupt nicht spurlos an uns vorbei, was vielleicht manche denken. Mhm. Es gibt vielleicht Leute, denen geht es spurlos vorbei, aber mir geht sowas überhaupt nicht spurlos vorbei.
Das beschäftigt mich immer und mir fallen dann auch wirklich solche Telefonate wirklich schwer. Vor allem, weil man nichts dafür kann wahrscheinlich. Dann. Ja, genau. Also das ist immer das Problem. Wir bemühen uns eigentlich immer echt sehr, die Sachen alle relativ schnell, sag ich mal, hintereinander zu bekommen. Aber es gibt natürlich immer Einflussfaktoren, für die man nicht unbedingt jetzt wirklich was kann, beziehungsweise auch im Ablauf, sage ich mal, Krankheitsfälle, Ausfälle, Personalausfälle oder sowas, dass dann Projekte vielleicht mal nicht weitergehen oder Projekte während des Baus alles so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht noch umgeworfen wird oder merkt, okay, das muss man anders bauen. Das haben wir jetzt bei unserem R8-Projekt gesehen, ne, was demnächst kommen wird. Der hat auch noch keine Stoßstange hinten dran. Genau, wo wir auch ja, Marcel gerne TÜV machen möchte, wo wir auch dran sind, das Ganze mit TÜV auch rauszubringen, das R8-Projekt. Ja. Und da ist Marcel dran. Ja, in den nächsten Tagen wird es dann, wie gesagt, mit dem TT auf den Prüfstand gehen, einmal nochmal den Rest abfahren, nochmal alles durchkontrollieren. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei unseren weiteren Videos. Ich würde sagen, wir sind raus. Yes. Ciao. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke anzumachen und uns auf jeden Fall auch auf Instagram zu folgen. Yes. Und natürlich auch, da gibt's auch bald Neuigkeiten, unsere schönen neuen Pullis. Neuigkeiten zu dem Thema. Genau, richtig. Unsere schönen Pullis. Ja, wer Interesse hat, schreibt uns einfach an. Ja. Und demnächst ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Alles klar. Ciao.